Hiermit teilen wir Ihnen leider mit, dass wir Ihre Wohnung kündigen müssen, weil wir den Raum für Flüchtlinge brauchen. Das klingt ziemlich unglaublich, aber genau das ist Uli Brehm aus Ostelsheim passiert und heute muss er ausziehen. Hallo, Herr Brehm. Dieses Haus hat Uli Brehm vor 8 Jahren nach der Trennung von seiner Frau für günstiges Geld von der Gemeinde gemietet. Alles begann im Frühjahr mit einem Brief des Bürgermeisters. Eine Kündigung begründet damit, dass sein Haus für Flüchtlinge geeignet sei. Und hier geht's in einem da. Für mich war es schon schockierend. Es ist ein einschneidender Moment, wenn man dann so unverhofft gehen muss, plötzlich. Wir haben aktuell die Nachricht vom Landratsamt, dass wir bis zu 56 Menschen aufnehmen müssen. Leerstehende Wohnräume oder Wohnungen, die zur Verfügung stehen, gibt es keine. Und insoweit war das die einzige Option, die wir hatten, hier auch Mieter zu kündigen. Jascha Munk lehrt politische Theorie in Harvard und sorgt sich um den Fortbestand der Demokratie. Guten Abend, Herr Munk. Schönen guten Abend. Zweitens, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, es wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen.